Der Beste hat Katze gefressen. Du bist der Zweitbeste. Den Besten hat die Katze gefressen. Herr Peter Bixel ist ein großer, ein wichtiger Poet, auch ein wichtiger Zeitgenosse. Er steht für 45, 50 Jahre Schweizer Geschichte. Er ist hintersinniger, er ist klug. Er gibt uns viele Antworten in unserer Zeit der Desorientierung. Peter Bixel könnte man natürlich, also ich habe schon in der Schule gelesen und von dem her bin ich jetzt einfach interessiert, was sie für einen Film darüber gemacht haben. Person Peter Bixel interessiert mich, wegen dem bin ich den Film schauen. Der Peter hat gesagt, es könnte sein, dass ich einschlafe. Ich hoffe es nicht. Peter, er ist Schweizer, ich bin Schweizer, also sind wir gleich. Ich habe meine Heimat dort, wo ich meinen Ärger habe. Schön wäre es, wenn ich meiner Partnerin gar nicht treu sein müsste, weil ich sie liebe. Dann werden wir mehr los. Ich habe mich wunderbar gedacht, der Film. Und es ist natürlich, wenn man einen Menschen so gerne hat wie Peter, dann schaut man den Film natürlich auch mit so einem Augen an, aber es trifft ihn. Die Leute sehen mich anders, als ich mich sehe. Das heißt, ich hatte Mühe mit dem Bild, mit meinem Bild von außen. Ich habe ein anderes Bild von mir, von innen. Und ich habe mich heute mit dem Film eigentlich... Ich habe mich an den Film gewöhnt, ich habe mich mit ihm versöhnt. Doch es geht so. Dieser Kerl da auf der Leinwand, offensichtlich ein Doppelgänger von mir, das sehe ich. Das bin nicht ich, aber er gleicht mir doch sehr. Und ich habe mich mit ihm heute beim dritten Schauen eigentlich versöhnt. Er ist nicht ich, aber er gefällt mir doch ein bisschen. Es trifft ihn noch und die Essenz von seinen Worten, die er ja so stark ist drin, das kommt zum Tragen. Es ist wirklich ein schöner Film. Es ist immer, immer, immer ganz wahnsinnig schwierig, einen Film so zu gestalten, dass es am Schluss hoffentlich aussieht, als ob es ganz einfach wäre. Weil Dokumentarfilme sind ja total künstlich hergestellte Produkte, nicht viel weniger als Spielfilme. Aber am Schluss soll es so wirken, ah ja, so ist es halt. Und das war immer eine Katastrophe. Ich ging also zum Frühstück, wie die Filme immer sagen, du machst einfach, was du willst. Und du sind mit der Kamera da. Pio Corradi hat mir dauernd gesagt, das Eichhorn, geflüstert, das Eichhorn, das Eichhorn, das Eichhorn. Dann habe ich es endlich geholt. Und dann war es eigentlich nicht nur ein weiches Ei, sondern eigentlich ein leicht lauwarmes, rohes Ei. Und zwar ein älteres. Und da hatte ich 3 Tage Durchfall. Ich ärgere mich schon ein bisschen über eure grauen Haare.